Geführte Meditation, Gelassenheit und Frieden. Um die Qualitäten des Friedens und der Gelassenheit besonders für die Zeiten zu kultivieren, in denen man mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, setz dich bequem hin. Finde eine Haltung, in der du entspannt, würdevoll sitzt und mit der Erde verbunden bist. Lass dir Zeit, dich ganz niederzulassen. Richte deine Aufmerksamkeit sanft auf deinen Körper. Spüre, wie der Atem von allein kommt und geht und in dir herumwandert. Mit jedem Atemzug, den du machst, können dein Körper und dein Geist sich noch mehr entspannen. Wenn du dann ruhig dasitzt, denke einen Augenblick darüber nach, wie nützlich ein ausgeglichener und gelassener Geist ist. Buddha sagt dazu: Manche haben entdeckt, dass sie die verwirrten Reaktionen hinter sich lassen und so geduldig werden können wie die Erde, die von den Feuern der Wut und der Angst unbewegt bleibt, unerschütterlich wie eine Säule, unbeeindruckt wie ein klarer, ruhiger See. Spür in dir, was für ein Geschenk es für dein eigenes Leben und die Welt um dich herum sein könnte, ein friedliches Herz hervorzubringen. Spüre die Unschuld der Ausgeglichenheit und Entspannung. Bitte die Qualität eines friedlichen, ausgeglichenen Herzens zu dir zu kommen. Jetzt gleich. Lass dich davon erfüllen. Lass dich davon durchfluten. Mit jedem Atemzug werden dein Körper und dein Geist ruhiger. Wiederhole diese einfachen Sätze sanft mit deinen Atemzügen. Sie helfen dir, den Geist des Friedens zu dir einzuladen. Mit dem Atem beruhige ich meinen Körper. Mit dem Atem beruhige ich meinen Geist. Möge ich ausgeglichen sein. Möge ich voller Frieden sein. Mit jedem Atemzug, in dem ich sanft ein- und ausatme, beruhige ich meinen Körper. Spüre, wie der Körper ruhig wird, während du das tust. Ich beruhige meinen Geist. Und lass den Geist ruhig werden. Möge ich ausgeglichen und voller Frieden sein. Bitte darum, dass sich das große Gefühl des Friedens erfüllt.
Lass dir Zeit mit diesen Sätzen. Und wenn du die Ruhe in deinem Körper und in deinem Geist spürst, weite dieses Gefühl der Ruhe aus. Lasse es zu einer weiträumigen Gelassenheit werden, während du ruhig dasitzt. Würdige, dass alle Dinge, die erschaffen wurden, entstehen und vergehen. Die Freuden und der Kummer, die angenehmen und die schmerzhaften Ereignisse, Menschen, Gebäude, Tiere, Nationen, sogar ganze Zivilisationen. Ruhe still inmitten dieses großen Lebenstanzes. Während du sanft atmest, lass zu, dass die Sätze der Gelassenheit und des Friedens, die wahre Reglosigkeit inmitten all dieser Veränderungen nähren und hervorrufen und beflügeln. Atme sanft. Möge ich lernen, das Entstehen und Vergehen aller Dinge mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit zu betrachten. Möge ich offen und ausgeglichen sein. Möge ich voller Frieden sein. Lass zu, dass die Reglosigkeit sich in jedem Teil deines Seins ausbreitet. Lass zu, dass dein Körper sich im Geiste öffnet, über jegliche Schwäche und jeden Kampf hinaus. Ruhe gelassen in diesem gewaltigen Wissen und in diesem gewaltigen Universum. Lass dir Zeit. Sprich weiter diese Sätze. Bitte um Frieden. Und wenn du ein Gespür für die Gelassenheit und den Frieden aufgebaut hast, beginne damit, dir geliebte Menschen vorzustellen, einen nach dem anderen. Wiederhole dabei die gleichen Sätze. Entscheide dich zuerst für einen geliebten Menschen. Sieh ihn oder sie vor dir. Mögest auch du lernen,
das Entstehen und Vergehen aller Dinge mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit zu sehen. Mögest du offen, ausgeglichen und friedvoll sein. Lass zu, dass das Bild dieses geliebten Menschen von Frieden umhüllt wird. Wünsche jetzt einem anderen Menschen Wohlergehen und atme dabei weiter sanft und geduldig, was immer auch aufsteigt. Während du diese Person und all die anderen, die danach folgen, vor dir siehst, ist es üblich, darauf hinzuweisen, dass alle Wesen die Früchte ihrer eigenen Taten ernten. Um dein Herz zu befreien und diese Menschen voller Frieden zu lieben, sprich daher auch, dein Glück und dein Leiden hängen von deinen Handlungen ab und nicht von meinen Wünschen für dich. Mögest du das Entstehen und Vergehen aller Dinge mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit betrachten. Mögest du offen und ausgeglichen und friedvoll sein. Dein Glück und dein Leiden hängen von deinen Handlungen ab und nicht von meinen Wünschen für dich. Mögest du offen und ausgeglichen sein und Frieden finden. Während die Qualität der Gelassenheit und des Friedens weiter zunimmt und wächst und du diesen dir nahestehenden Menschen ansiehst, kannst du die Meditation allmählich ausweiten und einen weiteren geliebten Menschen ansehen. Und noch einen. Oder Freunde, Nachbarn. Menschen, die dir Gutes getan haben. Beginne mit denjenigen, die für dich gesorgt haben. Oder für die du eine tiefe, spontane Liebe empfindest. Sieh sie dir alle der Reihe nach an und sprich innerlich die gleichen Sätze, um ihnen Frieden zu wünschen, während du weitermachst. Mögest du das Entstehen und Vergehen aller Dinge mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit betrachten. Mögest du offen und ausgeglichen und voller Frieden sein. Dein Glück und dein Leiden hängen von deinen Handlungen ab. Und nicht von meinen Wünschen für dich. Mögest du Offenheit und Ausgeglichenheit und Frieden finden.
lass das Bild dieser geliebten Menschen von Frieden umhüllt sein. Und allmählich kannst du den Kreis derer, denen du Frieden wünschst, auf Freunde und Nachbarn ausdehnen, auf Menschen, die du kaum kennst. Wesen, die nah bei dir oder weit weg sind, auf Mensch und Tier. Die ganze Erde. Und während du dies weiter ausbaust, kannst du auch diejenigen Menschen in deinem Leben mit einschließen, die schwierig sind, selbst die allerschwierigsten, und ihnen wünschen, dass auch sie Gelassenheit und Frieden finden mögen. Mögest du lernen, das Entstehen und Vergehen aller Dinge mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit anzunehmen. Mögest du offen sein, ausgeglichen und friedvoll. Dein Glück und dein Leiden hängen von deinen eigenen Handlungen ab und nicht von meinen Wünschen für dich. Mögest du ein offenes und ausgeglichenes, friedvolles Herz finden. Richte deine Aufmerksamkeit jetzt wieder auf dich, wie du mit einem friedlichen Herzen im Zentrum aller Erfahrungen auf der Erde sitzt. Möge ich das Entstehen und Vergehen von allem mit Gelassenheit und Ausgeglichenheit verfolgen. Atme sanft. Möge ich offen und ausgeglichen sein. Möge ich friedvoll sein. Mögen ich und alle Wesen Ruhe und ein friedvolles Herz finden. Mögen wir Ausgeglichenheit und Frieden und Mitgefühl und Gelassenheit inmitten aller Dinge dieser Welt finden. Mache diese Übung so oft und so lange, wie du möchtest, atmend und dich in das Herz des natürlichen großen Friedens verströmend. Und wenn du schließlich diese Übung beendest und wieder aufstehst, sieh dich um. In deiner Umgebung und in der Welt, die du um dich herum erschaffen hast. Und mache aus deinem Zuhause eine Zone des Friedens. Schalte CNN oder Fox News aus. Lege Mozart auf. Geh in die Berge. Wandern. Öffne die Vorhänge, bepflanz den Garten und dann setz dich eine Weile dorthin und lass die Vögel kommen und gehen.
verbinde dich wieder mit den großen Jahreszeiten des Lebens. Mit dem stillen Ort in der Mitte von allem. Vertraue darauf. Dies ist deine eigene, wahre Natur. Dies ist dein Zuhause.